Endlich mal wieder ein Fragment. Voll die Akkupflanze. Natürlich greift er den Namen hier an. Dieses Feuer ist übel. Ich brauche auf jeden Fall mehr Zutaten, dass ich kochen kann, weil ich habe nicht sehr viel Heilung da. Mein Beutel wird langsam knapp. So, ich sehe da noch eine Puffel. Ach ja. Warum macht das grüne Pokémon so wenig Schaden, zu wenig gelevelt? Ich gebe mir schon Mühe, aber die Attacken, die wir haben, sind scheiße. Wir brauchen die anderen alle. Ich level doch schon. あんたたち
Zorro! Wow, ich krieg jetzt für Zorro was. Als ob wir es geahnt hätten. Er braucht mehr Kraft. War das stärker ein bisschen. Wenn euch euer Leben lieb ist, solltet ihr von dem großen Loch unter den Knochen fernhalten. Warum? Weil es dort ziemlich gefährlich ist. Okay. Dann gehen wir erstmal da weiter, ne? Der Grüne sieht aus wie ein Sweeper. Ich würde auf Angriff und Geschwindigkeit gehen. Verteidigung kann man bei ihm vergessen. Du solltest ihm ein Machtband geben oder du gehst zu... Okay, Maya Lol. Seid ihr auf dem Weg nach Rainbase? Dann müsst ihr erst durch die Knochenbrückenschlucht. Die liegt auf dem Weg. Dahinter müsst ihr dann durch die Sandy-Ruinen. Das sind beides ziemlich gefährliche Orte. Passt gut auf euch auf, wenn ihr auf die Reise, euch auf die Reise wagen wollt. Pilze? Pilze! Sie kichert immer so. Diese Pilze, ich liebe diese Pilze. Das ist nicht gut. Es müsste hier eine Seilbrücke geben, aber die hat wohl der Sandsturm zerstört. Ach, wann wird sie endlich repariert? Du brauchst auch eine Gum-Gum-Frucht. Ganz RIP. Yes, igzo! Anata no karada kawatteru no ne. Was ist das da? Kann ich rüber? Was ist das? Aber er geht nah ran. Ja, tschüss. Hysteria? Hysteria, die Spalte. ヒスタリアと呼ばれる空間が生成されてしまうの。じゃあ、ウソップはそのヒスタリアってとこに飲み込まれちまったってことか。ええ。おい、リム、ウソップは無事なのか?多分。
Tschüss, Lissa, war nett mit dir. Wir können ihn auch drin lassen, ist okay. Repariere die Erinnerung. Aber wir bleiben einfach drin. Draußen meine ich. Das Problem ist, wir gehen jetzt in eine Erinnerung und wir sind in einer Erinnerung. Das ist gerade nicht zu viel, ne? Rip zumindest, im Manga liebt er auch. Ja. Das ist schön. Wir sehen, dass du nicht wieder zurückkommst. Ja, ja, komm. Ja. Lissab ist einer von uns. Wir holen ihn zurück, kostet es was, das Volle. Na gut. Wenn wir die zerfaserte Erinnerung wie Entwirrung und die Verzerrung beheben können, es könnte sein, dass sie auf Hysteria nicht wieder zurückkommt. Aber das bedeutet, dass es Hoffnung gibt. Bisher hat es aber noch niemand geschafft. Mehr als Hoffnung brauchen wir nicht. Dann berühre bitte die zerfaserte Erinnerung. Es gibt bestimmt eine Art Schlüssel, um sie zu entwirren. Auf geht's, Leute. Dann gehen wir in die Spalte. Nein, den Tick. Wir holen ihn da raus. Wir holen ihn da raus. Dann passiert ihm schon nichts. Das ist also die Hysteria. Sieht genauso aus. Oh. Muss er das vielleicht alleine irgendwie bewältigen, oder? Oh je. Oh nein. Ausgerechnet die drei. Chopper, der sich... Ja. Zoro, der sich verläuft. Ja. Und Lissab, ja. Ja, toll. Die kommen da nie wieder raus. Oh nein. Also Chopper, folge mir. Folge mir. Gehen wir. Es geht schon los. Es fängt schon an. Ich hab keinen Hunger. Ich hab vorhin so viel voll gestopft, Alter. Diese Narbe tut voll weh. Reiß gerade hier irgendwie auf. Das ist nicht so geil. Heute mich gerade. A, B, C. Ich weiß, aber wir sollten zusammenbleiben. Allein verirrst du dich nur. Was? Ja, die ist gerade ein bisschen auf. Wie scheiße. Oi! Oi, Chopper. Nanda? どうかしたのか? 向こうで何か戦ってる。 え? この匂い! ウソップだ! きっとウソップが戦ってる! 行くぞ! Okay, ich finde das cool. Dass man hier so Erinnerungen durchleben kann, nur mit bestimmten Charakteren. In Memoria können zerfaserte Erinnerungen auftauchen. Wenn du sie berührst, können bestimmte Charaktere einen Ort namens Hysteria betreten. Nachdem der Charakter sicher aus der zerfaserten Erinnerung zurückgekehrt ist, vertieft sich deine Verbindung zu ihm, wodurch ein mächtiger Angriff freigeschaltet wird.
Darüber hinaus kann ein Erinnerungsüberrest aus Testeria in einer Memorie auftauchen. Er ist der Schlüssel zum Auflösen der verschwommenen Erinnerung. Also rede mit ihm, wenn du einen siehst. Okay. Hallo Stefan. Ja, genau so, Dark Reno, genau. Soll ich jetzt einfach runterspringen? Ist doch scheißegal. Wir laufen einfach hier durch. Das ist auch okay. Die fleischfressende Pflanze hier sind gefährlich. Allerdings können sie auch das perfekte Versteck sein. Vielleicht die Höhle unter der Klippe. Nanda? Koizu. Atama no ue ni myou na mon tsukete na. Omae, kega shite ru janai ka. Dou shita nda? Dann musst du was trinken, Try. Grasmonster? Grasmonster? Tja, da musst du verdosen, Troy. Also ist Lizard lebt. Noch. Wenn wir nicht retten, dann verschlingen die Pflanzen. Das sieht schon cool aus. Hier ist nichts. Aber wahrscheinlich in der anderen Erinnerung wird hier irgendwas sein. Hallo, Navy. Da ist er ja. Ita, Usopp da! Usopp! Chopa! Zora! Und deswegen hat er diese Hosen an und läuft auch immer komisch. その化け物を切り倒すぞ。わらわらと集まってきやがって。わあ、ゾラが危ねえ。心配すんな、チョッパー。怖くねえぞ。 相手にとって不足なし。
das hier? Boah. Okay, das tut weh. Darf ich vorstellen, Chloe Traitorin? Widerstand. Ach ja. Alles klar, Rooney, schlaf gut. ヒステリーだ。ヒステリアだよ。そう、それだ。さっきと。説明してくれ。トップ、アルタ。 Chopper erklärt Lüsse, was Lim gesagt hat. Wie soll ich eigentlich das ertragen, das Spiel morgen nicht zu spielen? Ist das so gut? その記憶の骨を解くと鍵を見つければここから出られるんだな。うん。リムはそう言ってた。鍵か。しらみつぶしに探すしかねえか。そういや、さっきやった坊主、頭の上に妙なもん乗っけてた。 そういや、あの光ってたやつ、記憶のほつれにそっくりだ。あの坊主が鍵だってのか？Sorry, jetzt seit gut 4 Stunden The Division 1 und es macht echt Spaß. Nice. それはわからねえが、何か知ってるかもしれねえ。 3 Tage One Piece hintereinander plus dann Montag. Ja, Montag ist ja sowieso One Piece. Ich spiele ja mittwochs immer Pokémon. Außer die Game Awards. Da hast du sehr gut durchgehalten, Trey. Ja. Also heißt der Satz, was ich glaube, Lisa? Ja, nee. Morgen ist ja Anime-Abend. So. Hallo, Scotchy. Wenn wir diesem Kind zurückkehren wollen, müssen wir aber woanders lang. Ach, ich darf da... Nein, geht es nicht! Mann, Zorro! Zorro wollte da lang, aber die anderen sagen, das ist der falsche Weg. Das glaube ich dir nicht. Spiel macht halt so viel Spaß, ne? Es ist halt so, ich liebe halt One Piece und es macht richtig Bock,
Schon cool. Okay, das Bier scheppert frei. Ich merke schon. Ja, ich muss aber morgen auch noch Videos und so einplanen und rendern und... Ich meine, ich könnte vorher das alles erledigen, aber... Ja. Dann hast du ja vor dem Stream jetzt zu tun. Ah nee, lass mal. Außer ich krieg einen spontanen Anfall und sag, ja doch, ich will spielen. Möglicherweise ist mein Aim besser geworden. Ah, du trinkst also Zielwasser. Das Problem wäre, wenn ich jetzt morgen auch streame, dann mache ich nicht pünktlich aus und ich habe Montag leider einen Tattoo-Termin und dann muss ich fit sein und tot und RIP und bluh. Gute Nacht, Fry, schlaf gut. Ich kann mir so vorstellen, wie er jetzt seinen Körper bewegt, so die ganze Zeit hin und her schwankt. Ich komm damit doch gar nicht klar. Oh, wie cool. Ja, ich liebe es so sehr. Lässt sich denn tätowieren? Hier kommen Flammen hin. Also der Abschluss vom Oberarm. Und hier kommt noch ein Tragosso hin. Dieses Pokémon mit dem Schädel. Und dann muss ich nur noch schattieren lassen, aber das müssen wir in einem anderen Termin machen dann. Wahrscheinlich nächsten Monat. Dann ist der Arm bald wirklich endlich fertig. Also der rechte. Ich schmecke nicht, Scorchy. Was ist das, Chupa? Vielleicht hast du schon den Versuch gefunden? Ah, ja. So ist es nicht. Schleser schmeckt verbittert. Ja, das stimmt. Verbittert und verzweifelt. Kannst du machen, Scorchy. Schnüffel, das ist nicht das Kraut. Oh, der Geruch nach dem Kraut kommt von diesem Ufer da drüben. Gut gemacht, Chopper. Geh mit zum Ufer. Okay, ihr wisst, wie man fliegt, oder? Was? Wir lassen uns nicht von dir werfen. Wir gehen wie jeder andere normal über die Brücke. Was? Wie nicht werfen? Mir überlassen!
Dankeschön. Ich glaube, meine erste Niese heute.